In diesem Video geht es jetzt mal um die Simulation dieses Corona-Verlaufs mit dem SIR-Modell innerhalb der Methoden von FreeCAD und PyFlow. Und wir kennen, denke ich mal, die Beschreibung dieses Modells hier auf der Wikipedia, diese drei Kurven, wo wir sagen, die eine Kurve gibt an die Verwundbaren, die zweite gibt an die Infizierten und die dritte Kurve die Gesunden oder Toten, die also durch sind. Und es gibt da verschiedene Größen, die da eine Rolle spielen. Und ich habe jetzt im PyFlow ein Knoten, der das SIR-Modell abbildet. Und hier gibt es ein bisschen Spielerei dazu. Also es ist jetzt so, dass die Ansteckungsgefahr hier dargestellt ist durch eine gerade Linie. Im Normalfall ist die Ansteckungsgefahr ja, wie viele Personen sich in einer gewissen Zeit in einer gewissen Menge an Bevölkerung anstecken. Und das ist abhängig von der Bevölkerungsdichte, von der Anzahl der Kontakthäufigkeit und von all diesen Kriterien, über die wir in den letzten Wochen eine Menge gelernt haben. Und wenn man nichts macht, ist die erstmal relativ konstant, diese Gefahr. Wir haben jetzt hier drei Kurven. Wir haben einmal die Infizierbaren, das ist hier bei mir die gelbe Linie, die nimmt dann im Laufe der Zeit ab. Es gibt die rote Linie, das sind jetzt diejenigen, die durch sind, also immun oder tot. Und blau ist diejenigen, die krank sind. Und dieses Bild hat schon jeder mal gesehen. Und das ist jetzt ausgerechnet und ich habe jetzt für den Anfangszustand hier also auch Kopien gemacht. Und diese Kopien, die sieht man, die sind jetzt hier dünner hinterlegt und die ursprünglichen, also die Objekte, mit denen wir rechnen, haben die dickere Stärke. Und das Ganze wird jetzt gesteuert durch einen Sketch für diese Anfälligkeitskurve. Und das Modell sieht so aus: Von diesem Sketch wird eine Annäherung, Interpolation ausgeführt. Meine Idee ist, dass ich diesen Sketch momentan als Weiher mit Strecken habe und den kann man dann auch durch Kurven ersetzen, also eine veränderliche Ansteckbarkeit. Dann haben wir hier den Knoten für das SIR-Modell mit diesen ganzen Größen, wie viele Leute gibt es, hier in 1000 angegeben, was ist die Anfangsinfektion, die Ansteckbarkeit in Millionstel, die Dauer der Krankheit habe ich jetzt mal 18 Tage angegeben, kann man ändern und Simulation läuft auf 300 Tage. Also man kann das dann konkret auf den Fall rechnen und am Ende in dem Modell haben wir jetzt hier einfach drei Ausgänge. Wir haben einmal S, die Verwundbaren werden dargestellt, wir werden I, die Infizierten darstellen als Graph und wir haben R, die Removed oder Recovered, also diejenigen, die durch sind. So, das ganze Ding läuft jetzt eigentlich automatisch ab, weil hier die Referenz auf den Sketch hier andockt und sobald ich im Sketch was ändere, rattert das hier hinten einfach durch. Also man sieht das einfach mal, ich stoße das mal an. Wenn ich hier was anstoße, dann sieht man, wie hier alle anderen Knoten berechnet werden. Gehen wir jetzt in das Modell rein und schauen uns also den Sketch an. Ich gehe mal in den Sketch rein und jetzt haben wir hier drin mal eine Periode, also in der, wo wir uns jetzt vielleicht auch befinden, hier eine ansteigende Kurve. Und in diese Periode setze ich jetzt die Ansteckbarkeit zurück, indem ich jetzt na, diese ziemlich massiven Maßnahmen hier einsetze. Und für mich bedeutet das einfach, dass ich hier die Anfälligkeit runterschiebe. Und das Ergebnis sieht man jetzt hier, ist, dass sich diese blaue Kurve jetzt an der Stelle erstmal etwas flacher gestaltet und leicht nach hinten geht. Wenn die Maßnahmen strenger werden, wird der Anstieg der Kurve auch jetzt flacher. Das könnte man jetzt so weit machen, dass man jeden in eine Kiste reinsetzt und 14 Tage wartet. Dann ist die Kiste ganz unten. Und sie geht nach hinten. So. Ich gehe mal noch ein Stück runter. Ich habe vorhin ein bisschen getestet, habe ein paar Marker hingesetzt. Und jetzt sehen wir Folgendes. Jetzt haben wir also einen flacheren Anstieg
Und hier an der Stelle, wenn diese Maßnahme aussetzt, sehen wir, wie sofort diese Kurve wieder stärker ansteigt. Was kann ich also machen? Ich kann jetzt die Dauer der Quarantäne oder der Maßnahme nach hinten bringen und ich merke jetzt, dass hier also auch dieser zweite Huckel, der hier kommt, sich nach hinten verschiebt. Was man jetzt auch sieht, ist, dass natürlich diese Krankheit hier hinten länger dauert. So, jetzt haben wir hier so einen Übergang. Hier sehen wir, wenn ich die Maßnahme jetzt hier aussetze, kommt es nochmal zu einer leichten Erhöhung. Und wenn ich noch ein Stück weiter runter gehe, habe ich jetzt den Effekt, die Maßnahme ist schon wieder im Abklingen. Geschickt gemacht, könnte die jetzt hier noch ein bisschen konstant bleiben in der Anzahl der Infektionierten. Hier muss man ja wirklich sagen, wenn das so bleibt, bedeutet das ja, dass ständig neue hinzukommen und dass ständig aber auch welche gesund werden. Ich sehe, dass diese rote Linie, diejenigen, die durch sind, also weiter steigt. So, gehen wir noch ein Stück weiter nach hinten. Hier geht es dann noch flacher nach hinten raus. Was man natürlich sieht, ist, dass die Kurve hier hinten länger und flacher wird und jetzt schränke ich die Maßnahmen mal weiter ein. Öffne ich die Maßnahmen ein bisschen und dann merke ich, wie natürlich diese Kurve wieder hochgeht. Und wenn ich massiv hier runter gehe, habe ich also eine schöne flache Kurve. Hier sehe ich also, das wäre natürlich ideal. Die Kurve geht zu flach runter, kostet natürlich eine Menge Geld, weil wir dann hier hinten auch ewig brauchen. Und was wir sehen, hier die Anzahl der Leute, die durch sind, die steigt natürlich jetzt flacher an. So, was könnte jetzt noch passieren? Das könnte jetzt aus irgendeinem Grunde sein, dass hier hinten irgendwie die Krankheit wieder gefährlicher wird, aber dann ist, wenn man hier erstmal über den ersten Hügel drüber ist, das eigentlich kein Problem mehr. Andere Geschichte wäre hier den Effekt, dass man die Maßnahmen hier hinten langsam aufweichen lässt. Dann ändert sich die Kurve so. Und hier haben wir den Effekt, wenn ich diese Kurve so gestalte, dass also in diesem Effekt diese Erkrankungskurve abklingt, dass wir aber immerhin hier noch eine ganze Menge von Leuten haben, die also noch nicht krank waren und auch nicht immun sind. So, und das wäre halt dann der Effekt, wenn ich jetzt starke Einschränkungen habe, dann habe ich sowas. Sowas kann zum Beispiel auftreten, wenn Leute sehr vereinzelt wohnen. Also, wenn wir jetzt nicht in Deutschland wären, sondern irgendwo ganz weit hinten draußen, Sibirien, wo eh keiner den anderen trifft, dann könnte das Ganze so einen Verlauf nehmen. So, nochmal zurück. Ich schließe das wieder zum eigentlichen Modellierungsgerät. Es ist also so, dass ich jetzt hier drin einfach ein Verfahren verwende, wo ich aus den Grunddaten, die hier alle einstellbar sind, eine Zeitreihe oder drei Zeitreihen messe, berechne und schicke die dann hier zur Darstellung raus.